23. Juni 2024. Bux ist, wird oder wird vielleicht kinderfreundliche Gemeinde. Zertifiziert ist man auf jeden Fall von der UNICEF und ein Kinderfest war auch. Schön sind wir gekommen. Das ist Isel. Und das ist Gwendolyn. In 10 Minuten wird Buchs offiziell als kinderfreundliche Gemeinde von UNICEF zertifiziert. Aber dafür hören wir uns noch ein paar Reden an. Wir fangen an mit Antonia Noack, Vizepräsidentin vom Jugendrat YouSpeak. Hallo zusammen. Heute bekommt die Stadt Buchs das Label kinderfreundliche Gemeinde. Und das klingt so, als wäre Buchs bisher nicht so freundlich gewesen zu uns Kindern und Jugendlichen. Und das stimmt ja nicht ganz. Buchs war schon vor dem Label sehr nett zu uns und auch nett zu den Kindern. Bevor man erwachsen ist, verbringt man viel Zeit in der Schule und es ist wichtig, dass es dort freundliche Menschen gibt und eine gute Ausbildung. Für Kinder ist es wichtig, dass sie gesund aufwachsen können. Da gehört nicht nur gesundes Essen dazu, auch eine gesunde Umwelt, gesunder Umgang und gute Freizeitmöglichkeiten. Das Familienleben macht einen großen Teil aus und es ist wichtig, dass die Kinder gut aufgehoben sind und ein gutes Urvertrauen entstehen kann. Hätten wir das nicht schon zumindest teilweise in Buchs, dann würden wir heute bestimmt auch nicht das Label von UNICEF bekommen. Und das setzt das Labeling-Prozess noch einmal den Fokus auf die Dinge, bei denen Kindern und Jugendliche und vor allem in Systemen, die noch besser gemacht werden können. Neben vielen anderen haben wir auch vom Jugendrat mitgewirkt. In einer Umfrage und in einem Workshop haben wir möglichst viele aus der Oberstufe gefragt, was es braucht, um die Situation zu verbessern. Dabei ist vor allem herausgekommen, dass sich junge Menschen in Buchs mehr Treffmöglichkeiten wünschen. Mobilität ist ein großes Thema und es wird geprüft, ob man sich ein gratis Busticket für unter 16-Jährige leisten soll. Eine Kulturkarte für Jugendliche und Vergünstigungen bei kulturellen Veranstaltungen zu bekommen. Aber auch wir vom Jugendrat werden durch ein Reglement stärker in die politische Landschaft eingebunden und so anerkannt. Später können wir uns durchaus noch weitere Verbesserungen einfallen lassen. Aber darüber reden wir in 3,5 Jahren wieder, wenn das Label erneuert wird. Genießen Sie das Fest. Heute starten wir damit, die Welt besser zu machen. Und jetzt kommt die nächste Rede von Fred Roran. Er ist im Stadtrat und er ist zuständig für das Projekt Kinderfreundliche Gemeinde. Ja, liebe geladene Gäste, liebe Eltern, liebe weitere Erwachsene, ich sage heute mal nichts zu euch. Vielleicht ganz am Schluss noch. Liebe Kinder, liebe Jugendliche,
Heute geht es um euch. Heute wird Buchs durch UNICEF als kinderfreundliche Gemeinde zertifiziert, also als kinderfreundlich ausgezeichnet. Das ist Grund zum Feiern. Das werdet ihr heute machen. Wenn ihr hier oben schaut, hat es bestimmt für alle von euch irgendetwas, was euch gefällt. Was bedeutet es denn, dass Buchs jetzt kinderfreundliche Gemeinde ist? Geht es um irgendein Täfel am Rathaus oder um ein Logo auf der Webseite? Ich finde, nein, natürlich nicht. Es geht darum, Kinderfreundlichkeit zu leben, sich dafür einzusetzen. Und dazu brauchen wir euch, die Kinder und die Jugendlichen von Buchs. Wenn wir Alten an eure Zukunft, an euch vorbeiplanen, dann ist das nicht kinderfreundlich. Und wenn wir Alten eure Zukunft ohne euch planen, dann ist das auch nicht kinderfreundlich. Wir müssen und wir wollen eure Zukunft gemeinsam mit euch planen und gestalten. Gut, es ist ein bisschen auch noch unsere Zukunft, aber ihr kriegt mehr davon. Mit allem Guten, was wir jetzt vorbereiten und einfädeln können und auch mit allem Schlechten, was wir euch überlassen. Macht bitte mit, nehmt teil an der Gestaltung von eurer Zukunft, sind aktiv, reisset Sachen an, organisiert euch. Und vielleicht das Wichtigste, schaut, dass ihr gehört werdet. Dazu müsst ihr etwa die laut sein, weil ganz viele andere wollen auch gehört werden und die sind zum Teil sehr laut. Sind ihr, Kinder und Jugendliche von Buchs, sind ihr genug laut? Hört man euch? Und das probieren wir gerade mal aus. Zeigt mal, wie laut das ihr könnt sein. Auf drei, so laut wie möglich. Eins, zwei, drei. So laut sind die anderen im Verlauf. Ich glaube, das geht noch viel besser, so dass es da alles wegblasst. Zweiter, letzter Versuch. Eins, zwei, drei. Super. Ich glaube, es kommt gut mit den Kindern und Jugendlichen von Buchs. Ich glaube, es haben auch ein paar Erwachsene mitgemacht. Aber das ist super, die braucht es ja auch, zum Unterstützen, zum Mithelfen und sowieso, zum Sachen einfach gemeinsam machen. Ihr Kinder und Jugendliche von Buchs, ihr seid die, die unsere Stadt, unsere Gemeinschaft in 10, 20, 30 Jahren gestaltet. Jemand von euch steht dann vielleicht an dem Platz, bei der 5. Rezertifizierung als kinderfreundliche Gemeinde 2044. Darum nochmal, macht mit, seid aktiv und verschafft euch Gehör. Eure Zukunft fängt jetzt an. Jetzt begrüßen wir den Cyril Tät, stellvertretenden Geschäftsleiter von UNICEF Schweiz und Liechtenstein. Liebe Kinder und Jugendliche, geschätzte Mitglieder vom Stadtrat, liebe Anwesende, ich freue mich sehr, heute Teil von dem Sommerfest zu sein und mit Ihnen gemeinsam die Zertifizierung von der Stadt Buchs als kinderfreundliche Gemeinde zu feiern. Buchs ist die 5. Gemeinde im Kanton St. Gallen. In den letzten Jahren hat Buchs mit unermüdlichem Engagement die verschiedenen Prozessschritte zum Label erfolgreich durchlaufen. Die durchgeführten Workshops und die erarbeiteten Massnahmen sind ein starkes Bekenntnis zur Kinder- und Jugendfreundlichkeit. Die Initiative Kinderfreundliche Gemeinde stellt Kinder und Jugendliche ins Zentrum. Sie werden in allen Lebensbereichen geschützt, gefördert und dürfen mitmachen, unabhängig davon, wer sie sind und von wo sie kommen. Davon profitieren aber auch die Erwachsenen, denn starke Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Indikator für eine gute Gesellschaft und wichtig für die Stadtentwicklung. Der Fred Rohner hat es gesagt, und ich will es stärken, liebe Kinder und Jugendliche, nützen die Chance. Nützen die Chance, dass ihr im Buchs mitreden, mitentscheiden, bringt euch ein, arbeitet mit und macht Buchs so zu eurer Stadt, zu der Stadt, die ihr selber gestaltet. Ich glaube, ihr habt es vorher gezeigt mit den Geräuschkulissen, da ist ein Potenzial vorhanden. Kinderfreundlichkeit und die Umsetzung von der Kinderrechtskonvention auf Gemeinde- oder Stadtebene ist eine Daueraufgabe. Die Zertifizierung ist die Auszeichnung für das, was man bereits erreicht hat, für das, was durch die Unterstützung, das Engagement
die Interaktion, der Ideenreichtum von ganz vielen entstanden ist und mit sehr viel Herzblut gehegt, gepflegt und gelebt wird. Die Zertifizierung ist aber gleichzeitig auch der Beginn von der Umsetzung von der genannten Massnahmen vom Aktionsplan. In der Schweiz und in Liechtenstein sind aktuell 71 Gemeinden mit dem Label ausgezeichnet. Für uns 71 Leuchttürme, die für Innovation, Partizipation und einem starken Bekenntnis zu den Jüngsten von unserer Gesellschaft stehen. Es freut uns sehr, dass die Stadt Buchs ab heute Teil dieser Erfolgsgeschichte ist. Ich drücke allen meine Wertschätzung und Achtung für das aus, was bisher erreicht worden ist. Wir schätzen das Engagement sehr und bedanken uns herzlich für den Einsatz zugunsten von Kindern und Jugendlichen. Zur Umsetzung des Aktionsplans wünsche ich von Herzen die notwendige Ausdauer und weiterhin viel Erfolg. Und jetzt kommt noch mit der Kinderchor Sugus und singt das Lied. Anschliessend kommt gerade noch der Zauberer Danini mit seiner Zaubershow. Nachher geht das Sommerfest noch bis um 5 Uhr weiter. Fred, die Zertifizierung sieht alles nach einer Absichtserklärung aus. Fängt das an, gibt viel Arbeit. Was kommt auf euch zu? Das stimmt natürlich, es ist eine Absichtserklärung. Wir haben einen Aktionsplan jetzt verabschiedet für 4 Jahre mit über 20 Massnahmen drin. Das haben wir ein paar Mal gehört. Sagen wir mal eine oder zwei oder drei oder vier. Ich sage zuerst einmal die, die ich denke, ist die wichtigste. Die spürt man vielleicht nicht so im Alltag im Moment. Es geht darum, wo der ganze Bereich Kind überhaupt verankert ist in der Politik.
Im Moment ist es so, der Bereich Jugend ist einem Ressort zugeordnet, der Bereich frühe Förderung ist einem Ressort zugeordnet, der Bereich Kind gibt es gar nicht. Und neu haben wir den ganzen Bereich von 0 bis 18, frühe Förderung, Kind und Jugendliche, wird einem Stadtrat oder einer Stadträtin, also einem Ressort zugeordnet sein. Das ist neu, das ist politisch, genau. Genau, das ist so die politische Verankerung, die ich denke, die ist sehr wichtig. Dann ist Bux speziell, weil frühe Förderung schliessen das Kind sehr wohl ein. Also, dann ihr es einfach neu organisiert, in dem Fall. Genau, wir haben das neu, dass es dann wirklich ab 1.1.25 alles an einem Ort ist. Dass man auch nicht die Abgrenzungsfragen, dann wird man vieri und dann zack, ändert die politische Zuständigkeit. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Was ändert sich in den Köpfen der Politik? Du hast gesagt, man muss es wirklich auf die Kinder eingehen. Man kann nicht die Politik an den Bedürfnissen der Kinder vorbeiziehen. Ja, was ändert sich ab jetzt? Es ist noch schwierig, um das konkret zu sagen. Was sich sicher geändert hat, mindestens bei einigen, die jetzt hier beteiligt waren, dass wir jetzt 3 Jahre lang immer wieder von diesen Themen Kind und Jugendliche von beliebigem Alter geredet haben. Das Ganze hat natürlich einen Einfluss auf, sage mal, das Mindset. Wie denkt man über die Sachen? Kommt es einem automatisch in den Sinn, da sollten die irgendeine Gruppe doch können mitreden, da muss man die auch mal noch fragen. Dass man das gar nicht irgendwo formalisieren muss, sondern dass man automatisch daran denkt, dass das völlig natürlich ist, dass die auch dabei sind. Also dank UNICEF denkt Politik jetzt auch an die, die unter 18 sind und noch nicht wirklich stimmen und wählen können. Das könnte man so sagen, ja, oder das ist mindestens die Hoffnung. Aber was ich jetzt beobachtet habe, da tun sich so Sachen in den Köpfen. Im einen mehr, beim anderen weniger. Aber da haben wir ja jetzt Zeit, 4 Jahre lang, um das weiterzutreiben. Der Nini kommt jetzt dann. Ich hoffe, er bleibt keine Zauberei. Also du glaubst fest daran, dass das passieren kann? Die Zauberei? Auf jeden Fall. Das Mindset, die Veränderung auch. Das braucht Zeit, das braucht viel Arbeit. Aber ja, das glaube ich fest. Aber es ist einfach ein richtiger Krampf, nehme ich an. In der Politik. Das ist so, ja. In dem Thema, in anderen auch, aber das gehört dazu. Wissen Sie, wieso dass die Wendelin heißen? Die konnte unheimlich schnell den Platz duschen. Wendelin schwarz, Wendelin weiß. Wenn ich den Sekt den Platz dusche, dann machen sie so: Wendelin schwarz, alle hopp, Wendelin weiß, alle hopp. Und dann geht es wieder zurück, Wendelin. Weiß, alle hopp, wenn du in Schwarz, alle hopp, und schon sind sie wieder da. Wenn wir es sichtbar machen oder unsichtbar, wie hätten wir es denn gern? Unsichtbar haben wir schon gehabt, machen wir es nochmal unsichtbar. Wenn du in Schwarz, wenn du in Weiß, alle hopp. Und dann geht es wieder zurück, wenn du in Schwarz, alle hopp, wenn du in Weiß, alle hopp. Sichtbar geht es anders. Schau mal, Wendelin schwarz, alle hopp. Wendelin weiß, alle hopp. Und schon sind sie wieder da. Voilà. Ja, aber man kann so umgekehrt machen. Wendelin weiß, alle hopp. Wendelin schwarz, alle hopp. Und schon sind sie wieder da. So wie am Anfang. Wunderbar. Ich will etwas vorbereiten, und zwar habe ich irgendetwas abgesprochen, zum Beispiel mit dir. Komm mal nach vorne, der Herr hätte ich gern da. Ja, du, okay. Kannst du mir eine zweistellige Zahl aufschreiben auf das? Ich tue das Papier noch weg, dann geht es einfach. So. Kannst du mir eine zweistellige Zahl aufschreiben da auf das Papier? Eine Zahl zwischen 30 und 99, aber ganz geheim, sodass niemand... Schreib es groß, dass man es wieder lesen kann. Und wenn du das gemacht hast, nimmst du den Zettel weg, behalte ich den Zettel bei dir. Und genau, und das nehme ich zu mir. Wunderbar. Also, du darfst wieder an Platz gehen. Wunderbar. Ja, eine zweistellige Zahl hat er aufgeschrieben, er behaltet sie bei sich. Und ich habe da ein ganzes Kartenspiel. Und zwar, wer kann gut mischen von euch? Wer kann gut mischen? Kannst du gut mischen? Tu mal mischen. Einfach mischen. So, einfach. Okay. Einfach mal mischen. Gut. Sehr gut. Gemischt. Und hast du eine Karte zu hören? Einfach eine, irgendeine. Rücksicht, nicht alle. Und einfach in den Hosensack stecken. Einfach in den Hosensack. Wunderbar.
Alles klar. Er hat eine Zahl aufgeschrieben, der Herr hat eine Karte gezogen aus einem gemischten Spiel. Und jetzt möchte ich Folgendes machen. Ich soll zwei Assistentinnen haben. Oder zwei Assistenten. Kannst du mal kommen? Und wer möchte noch kommen? Du? Ja, gut, wunderbar. Wie heißt du? Mauro. Mauro. Mauro, und du bist? Julian. Komm auf die Seite, Julian. Einer ist da, einer ist da. Julian und Mauro, haben wir schon mal ein Kunststück gemacht mit Zehnernoten, mit einem Zauberkünstler? Ich zähle sie mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kannst du mal schauen, ob das 10 sind? Zähl sie Mauro so in die Hand. Nein, 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 nein. So. 1, 2, 3. Kannst du das mal reinzählen? Im mit Hand, das klar ist. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Für dich habe ich auch etwas. Nur Klammern kannst du haben. Bitte so, dass alle sehen. Und kannst du mal zusammen, du in der Mitte, zusammen verhalten, so. Schön in der Mitte. Du bist schön auf ein Hüftchen, so. So zusammen verhalten. Gut. Sollen wir duschen, Mauro? Die vielen Zehnernoten gegen die weniger. Ist das gut? Hier da? Okay, hebt doch mal die. Kannst du alle aufnehmen. Und die zehn Zehnernoten da mal bei dir in Klammerreiche. Wunderbar, so. Gut. Die Hälfte schnell. Gut. Hebst du es ein bisschen die Höhe rechts? Und kannst du mir 10 in die Hand zählen? 10 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist schön, genau, 7, 8. Ich zähle es noch. 9, 10. Wunderbar, ich zähle noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Kannst du schauen, ob ich irgendwo in meiner Hosensack oder irgendwo noch Zehnernoten habe? Du kannst irgendwo hineinschauen. Da. Habe ich da noch Zehnernoten irgendwo? Oder da? Habe ich irgendwo da? Okay, kannst du mir die geben? Die brauchen wir nochmal. Und die 10 kannst du in die Hand nehmen. Hebst du sie so? Ich höre mit der linken Hand. Wunderbar. Und jetzt machen wir Folgendes mit der linken Hand. Ich nehme da eine Note weg. Unsichtbar wirf sie durchs Publikum. Sie hat kommen dir, hast du etwas gespürt? Ich habe es gespürt. Wie viel haben wir da noch? Wenn wir 10 haben, haben wir alle weggenommen. Wie viel sind es noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Machen wir es nochmal. Heb es nochmal. Ich nehme nochmal eine Note weg. Unsichtbar, wirf sie durchs Publikum. Spürt? Wie viel haben wir noch? Wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, machen wir es nochmal. Nimm du eine Note weg. Unsichtbar, wirf sie durchs Publikum. Wie viel sind sie jetzt noch? 7, kannst du mir die Hand zählen? Du musst aufmachen, so, das Päckchen. So, auf. So, kannst du die Hand zählen? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderbar, Mauro! So, kannst du mir Klammern geben, bitte, und zählst es mir in die Hand. Die 10 machst du Stopp, dann gibt es Applaus. 1, so, schön krass. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, wunderbar, Mauro und Julia. Danke vielmals, Applaus für die beiden. Ich habe mir Folgendes überlegt. Kannst du mal schauen, wo ich in der Ferien war? Wo denkst du, dass ich in der Ferien war? Ich habe ein bisschen Restgeld mitgebracht. Wo bin ich in der Ferien? In den USA. Dann nehmen wir den Dollar. Kannst du mal den Dollar heben? Der Dollar hat eine einzigartige Nummer, gell? Kannst du die Nummer von dem Dollar mal da aufschreiben, bitte? Ich habe einen Schreiber. Jawohl, die Seriennummer.
die ist einmalig auf der Welt, die gibt es noch einmal. Kannst du sie dort aufschreiben, bitte, ganz genau? Gut. Er schreibt Seriennummer auf. Es gibt jeder Dollar nur einmal auf dieser Welt. Es gibt ja nicht zweimal. Und mit der Zahl und hinten hat es auch noch mal eine Zahl, ein J. He? Muss ich auch nicht aufschreiben. Wunderbar. Kannst du noch mal kontrollieren? Toll. 6, 5, 2. Wunderbar. Ganz genau aufschreiben. Und jetzt machen wir Folgendes. Kommen wir auf die Seite da. Für die noch drei. Und jetzt versuche ich etwas, was ich noch nie gemacht habe, vielleicht funktioniert es heute. Für die Note noch drei, du bist mein Zeuger. Hör mal zu. Kannst du das noch so verbinden, da, der Bändel? So. Ich versuche jetzt die Note aus dem Kuvert rauszubringen und direkt in den Hosensack von dir. Ist das gut? Dass du nachher im Hosensack hast. Ha? Machen wir so. Der Fieber kann mir gehen. Heb's nach vorne. Genau. Gestreckten Arm bitte, mit dem gestreckten Arm. Nur ein. Okay. Note ist da drin, he? Du hast gesehen. Gut. Ist sie bei dir im Hosensack angefangen, die Note? Schau mal. Ist hier nicht was drin? Nichts gehört? Bevor wir natürlich überall schauen, wo sie an ist, müssen wir mal schauen, ob sie da überhaupt weg ist. Das wäre eigentlich schon schlauer. Und wenn ich da mal schaue, ob da in einem Kuvert etwas drin ist, dann muss ich sagen, da ist leer. Keine Note mehr. Kannst du einen Job machen für mich? Und zwar, kannst du mal zum Baum durchgehen, bitte, zum Baum. Bis zum Baum. Eine Zitrone ist ein Baum gehangen. Noten ist da verschwunden. Und jetzt bin ich doch gespannt. Danke vielmals. Ich lange sie so an. Machen wir mal einen Schnitt drin. Eine Zitrone am Baum. Note weg. Ich mal schauen, ob das die Nummer ist, die da drauf steht. ML, stimmt das? ML 652020J. Stimmt das? Wunderbar, dann ist das meine Note. Das ist dieses Kärtchen. Danke vielmals. Wunderbar. Janina, komm zu mir, Janina. Du darfst auf der Stuhl sitzen. Wunderbar. Einfach so. Janina? Ja, einfach rufen. Okay, so rufen. Ich will der Janina noch ein Buch schenken, und zwar Mord im Herbst. Ein Kriminalroman. Kannst du mal schauen, wie viele Seiten das ungefähr hat? Das Buch. 140 Seiten. Jedes Buch hat etwa 150 Wörter auf der Seite. Und wenn wir es 140 mal 150 haben, wären es etwa 20.000 Wörter. Und wir müssen miteinander ein Wort bestimmen. Jetzt machen wir Folgendes. Vielleicht kannst du, gerade da vorne, kannst du irgendwo Stopp sagen, wenn ich das Buch so durchrutschen lasse. Ist doch gut? Tue ich der da rein? Wo sind wir gelandet? Wie viele Seiten? 59. Seite 59. Jetzt machen wir es so. Auf dieser Seite hat es so schön Text. Und zwar, ich fahre mit dem Finger über die Seite hinweg. Du sagst irgendwo Stopp, du hast aber gleichzeitig die Augen zu. Und dort, wo der Finger wartet, dort ist dann das Wort. Ist das gut? Okay, bist du bereit? Wir machen beide mit dem Finger über die Seite. Du sagst Stopp. Kannst du irgendwo Stopp sagen? Stopp. Wo bin ich gelandet? Skelett. Skelett ist das Wort. Skelett. Und zwar, kannst du mal heben? Ich habe mir heute Morgen überlegt, was für ein Wort wird kommen bei der Janina, wenn sie irgendwo Stopp sagt und der Finger dort wartet. Und prompt hat der Finger dem Wort Skelett gewartet. Jetzt ist natürlich die Frage, ist die Zahl da dabei? Ist sie dabei?
Eine zweistellige Zahl? Du weißt sie nicht? Ist nicht dabei. Bist ganz sicher? 11 und 8 und 13 und 2 ist 34. Ist das deine Zahl? 14, 1, 12 und 7 ist 34. 4, 15, 6 und 9 ist 34. 15, 3 und 16 ist 34. 16, 9, 7 und 2 ist 34. 3, 6, 12 und 13 ist 34. 10, 15, 1 und 8 ist 34. 5, 4, 14 und 11 ist 34. 34, 34, 34, 34, 34, 34, 34, 16, 2, 11 und 5. 34. Merci vielmals. 34. Ganz eine spezielle Zeichnung gibt das, und zwar, ich will es ganz groß zeichnen, bei mir ist, er hat ja Karten gezogen aus einem gemischten Spiel, wo du gemischt hast, und ich will die Karte schnell zeichnen. Ist das, was du im Sack hast, Picasso, oder ist es nicht? Picasso, wunderbar! Merci vielmals.